Herzlich willkommen zu 7 Meter. Heute mit einem privaten Robert Weber, einem Paul Drucks, der hoch hinaus möchte und ausnahmsweise mit einer anderen Moderatorin. An dieser Stelle gute Besserung, liebe Desi. Derzeit steht er ganz oben in der Tabelle der SC Magdeburg. Seit 9 Jahren ist Robert Weber Teil der Erfolgsgeschichte und avancierte zum absoluten Publikumsliebling. Zwar wird er den Club zum Ende der Saison verlassen, möchte aber mit seinem Team noch auf Titeljagd gehen. Für 7 Meter hat er uns bereits vor der laufenden Saison einen Einblick in das Leben abseits des Spielfeldes gewährt. Robert Weber, Torjäger, Flügelflitzer, Erfolgsgarant. Seine Trophäensammlung lässt so manch einen schwach werden. Er ist in der Top 10 der ewigen Bundesliga-Torschützenliste und kratzt an der 2000-Tore-Marke. Ich bin auch mächtig stolz drauf, muss ich zugeben, als Österreicher da in die Top 10 reinzurutschen. Und wie gesagt, für mich ist auch sehr, sehr wichtig, dass einfach die Konstanz über diese 10 Jahre einfach immer da sind. Und wie gesagt, ich möchte nochmal 6, 7 Jahre auf diesem Level einfach spielen und dafür tue ich auch alles und dann vielleicht kann ich dann auch stolzer auf mehr Erfolge sein. Der Österreicher gewährt uns neben dem Blick in seinen Trophäenschrank auch den in sein Privatleben. Zudem gehört unter anderem Husky Kojak, nicht das einzige Hobby von Weber. Also ich bin ein leidenschaftlicher Gartenbauer. Ich habe da, seit wir dieses Haus gekauft haben, alles ein bisschen selber in die Hand genommen. Das ist so im Sommer mein Hobby. Ansonsten, ich studiere halt noch ein bisschen nebenher, fahre viel Fahrrad mit meinem Hund und mit meinem Sohn. Und ansonsten mit meinem Nachbar oben ein bisschen Fußball zocken auf der Xbox. Das ist so das, was ich abends dann, wenn ein bisschen Ruhe eingekehrt ist und meine Familie schläft, dann ein bisschen nach oben heimlich raufschleiche und damit ihm ein bisschen FIFA spielen. Beim gemeinsamen Spaziergang lernen wir auch Webers Sohn Leo kennen, der kurzerhand zu unserem neuen Kamerakind wird. Als Papas größter Fan ist er natürlich Stammgast in der GTEC Arena. Die Zeit mit der Familie ist für Weber die wichtigste. Schon seit 2009 wohnen die Webers in Magdeburg, fühlen sich hier absolut wohl. So lange in einer Stadt, das war eigentlich ganz anders geplant. Das ist ganz, ganz komisch. Also mein Plan war früher, dass ich mal die Welt sehen wollte, alle 2 Jahre woanders spielen. Und irgendwie hat die Stadt, der Verein, alles irgendwie mich gefesselt und auch mein Herz irgendwie gewonnen. Klar gab es immer die Möglichkeit, irgendwo woanders hinzugehen, aber mittlerweile auch so viel auch private oder außerhalb vom Handball Freunde, wo man sich einfach da ein bisschen heimisch gefühlt hat mittlerweile. Jetzt hat ihn doch die Neugierde gepackt. Nach dieser Saison ist Schluss in Magdeburg. Weber will eine neue Herausforderung. Wohin es ihn und seine Familie verschlägt, das ist noch nicht klar. Aber erstmal dürfen wir uns ja auch noch auf eine Saison mit ihm in der DKB Handball-Bundesliga freuen. Zwei Teams haben ihr Können bei der neuen Club-Challenge bereits unter Beweis gestellt. Und heute sind die Füchse Berlin dran. Für den Hauptstadtclub gehen Christoph Reisky und Frederik Siemack an den Start. Okay, du kriegst deinen. Ja, gib mir will nicht Jakob sein Ball. Ja, Jakob. Nee, Digga, das ist mein Ball. Ja, okay. Warum haben die anderen 4 nicht mehr geklappt? Ja, kann ich auch nicht sagen. Ich hätte nur ein bisschen mehr Stützung erwartet, aber sonst, das nächste Mal vielleicht besser. Haben die Mannschaftskollegen gefehlt, die ein bisschen anfeuern? Ah, nicht unbedingt, nee. Ein Treffer für die Füchse Berlin, aber sie waren schneller als die TSV Hannover Burgdorf und landen deshalb in der Tabelle aktuell auf Rang 2 hinter der SG Flensburg-Handewitt.
Und auch heute darf natürlich eins nicht fehlen: das Foto der Woche, powered by Pixum. Große Gesten nach einem echten Volltreffer. Im Spiel der SG BBM Bietigheim gegen den THW Kiel landete der 7-Meter-Wurf von Christian Schäfer direkt in Landins Gesicht. Danach ein Bild, das Bände spricht. Fairplay im Handball. Den Ball, den Torwartlegende und Gipfelstürmer Jan Holpert von Flensburgs Wasserturm fallen lassen hat, den fängt diese Woche Paul Drucks mitten in Berlin, direkt vor der Siegessäule. Meine Kollegin Desi hat Paul auf seinem Weg nach ganz oben begleitet. 285 Stufen Zeit, um mit dem Ausnahmesportler über seinen einzigartigen Karriereweg zu sprechen. Vielen Dank, Jan Holpert, und ich nehme euch jetzt noch mit auf die Siegessäule. Paul Drucks ist seit mittlerweile 8 Jahren in Berlin. Er stammt aus der erfolgreichen Jugendakademie der Füchse und entwickelte sich in rasantem Tempo vom A-Jugendspieler zum Leistungsträger, auch in der Nationalmannschaft. Eine steile Karriere. Paul, du bist jetzt 23 und dein erstes Spiel ist schon fast 6 Jahre her. Man kann es eigentlich kaum glauben. Wie lange kommt dir das vor seit diesem ersten Spiel? Ja, um ehrlich zu sein, ist es wirklich schon eine ganz schöne Zeit, was ich dazwischen alles erlebt habe. Ich meine, ich habe damals noch im Internat gewohnt. Jetzt wohne ich glücklicherweise mit meiner Freundin hier zusammen in Berlin. Durfte einige Erfolge feiern mit den Füchsen, mit der Nationalmannschaft. Und habe mich weiterentwickelt. Und wenn man jetzt das mal im Rückblick sieht, ist das doch schon echt eine Zeit gewesen, die jetzt schon ein paar Jahre her ist. Ja. Was sind denn die guten Seiten am Leben eines Handballprofis? Und gibt es auch schlechte? Ja, die guten Seiten auf jeden Fall. Man hat super viel Spaß bei dem, was man machen kann. Wir haben alle damit angefangen, weil wir Bock hatten, Sport zu machen in der Gemeinschaft. Man hat unglaublich nette und motivierte Leute um sich herum jeden Tag. Das macht super viel Spaß. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, man opfert seinen Körper ein Stück weit. Man hat viel mit Verletzungen zu kämpfen. Trotzdem macht es einfach super viel Spaß und bin froh, dass ich das Glück habe oder das Privileg habe, Handball spielen zu dürfen und das professionell. Eine Bilderbuchkarriere legte der 23-Jährige bisher hin und dieses Ziel hatte er immer fest im Blick. Gab es für dich neben dem Beruf Handballprofi eigentlich einen Plan B? Ich bin mit dem Ziel, Handballprofi zu werden, nach Berlin gewechselt. Deshalb war das für mich oberste Priorität, dem Sport erstmal alles unterzuordnen. Nichtsdestotrotz wurde hier auch sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir unser Abitur machen und auch möglichst gut abschließen. Ich studiere jetzt nebenbei Wirtschaftsinformatik, also will mir da auch was neben dem Sport aufbauen. Zukunftsplanung ist ein Thema. Da lohnt sich auch mal ein Blick über den Tellerrand hinaus. Wenn du mal Kinder haben solltest, warum würdest du die zum Handball schicken? Ja, hoffentlich. Ich habe damit angefangen mit meinen Kumpels damals in meinem Heimatverein, weil es einfach super viel Spaß macht, in der Gemeinschaft Sport zu machen. Weil es, finde ich, auch wenn es immer vielleicht im Fernsehen hart aussieht, ein sehr, sehr fairer Sport ist untereinander, unter den Mitspielern oder unter den Gegenspielern. Und deshalb glaube ich, dass man erstmal viele motorische Sachen beim Handball lernt, aber auch so diesen Teamgeist, dieses Teamgefüge auch sehr gut vermittelt wird beim Handball. Erstmal steht aber sportlich etwas Großes an, die Heim-WM im Januar. Ist so eine Heim-WM ein sportliches Ziel von dir, wo du sagen würdest, ja, das möchte ich noch erreichen, oder was sind deine Ziele? Ja, es gehört auf jeden Fall mit dazu, weil ich glaube, das wird die letzte Chance sein in meiner Karriere, wahrscheinlich nochmal hier im eigenen Land zu spielen. Wird wahrscheinlich nicht nochmal so schnell passieren. Daher ist es auf jeden Fall ein großes Ziel. Ein anderes großes Ziel ist sicherlich nochmal in Tokio dabei zu sein, bei den Olympischen Spielen 2020. Mit den Füchsen natürlich auch weiter in Erfolge zu feiern. Ich meine, wir haben jetzt den EF Cup letztes Jahr gewonnen und das war auch ein super Turnier, ein geiles Gefühl, mit der Mannschaft was zu erreichen, und davon will man einfach immer mehr haben. Mit diesem ehrgeizigen Ausblick geht es wieder runter von der Siegessäule. Den Ball spielt Paul weiter und wir freuen uns auf den nächsten Gipfelsturm. Der nächste Spieltag in der DKB Handball-Bundesliga steht an. Hier nun auf einen Blick der aktuelle Tabellenstand und unser TV-Tipp fürs Wochenende. Der SC Magdeburg ist mit 14:0 Punkten neuer Tabellenführer. Es folgt, ebenfalls ungeschlagen, die SG Flensburg-Handewitt. Am anderen Ende der Tabelle feierte Bietigheim den ersten Saisonsieg und schiebt sich damit auf den 17. Platz. Punktloses Schlusslicht sind die Eulen Ludwigshafen. Emotionales Ostderby am Samstag. Die Füchse Berlin empfangen den SC Magdeburg.
Das RBB-Fernsehen zeigt die Partie um 15.10 Uhr live. Diese und alle anderen Partien gibt es wie immer auch live bei Sky und alle Spiele der zweiten Handball-Bundesliga auf handball-deutschland.tv. Am 10. Oktober begrüßt euch hier wieder wie gewohnt Desiree Krause mit spannenden Themen rund um unseren Lieblingssport. Schaltet ein, seid dabei, wir freuen uns auf euch.